Die Menschheit steht vor zwei historischen Aufgaben, die extreme Armut auszurotten und die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Und macht immer wieder klar, wir sind nicht einer apokalyptischen Zukunft ausgeliefert. Es gibt Optionen, wir können handeln. Wenn der Mensch die intelligenteste Art ist auf dem Planeten, warum zerstört er sein Zuhause? Hört endlich auf damit, auf Kosten unserer Zukunft zu leben. Schont unsere begrenzten Ressourcen. Beachtet die planetaren Grenzen. Das sind die Themen, für die wir Antworten brauchen. Das sind die Themen, die wir heute in den verschiedenen Workshops, in den verschiedenen Facetten miteinander diskutieren werden. Große Ideen, kleine Ideen. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen Dinge, die sich wirklich auf die Zukunft richten, jetzt auch von uns angepackt werden. Und so wollen wir eben ganz interaktiv arbeiten und eine kleine Programmatik dafür entwickeln, wie wir diese Krise, die wir momentan haben, positiv nutzen. Die Beweislast kippt und was braucht es jetzt für Allianzen, damit der Mut, dass wir gemeinsam nach vorne gehen können, wachsen kann. Es sind ganz viele unterschiedliche Bausteine und Themenkomplexe. Egal, ob sie groß sind oder klein, welche Form sie haben, die spielen zusammen. Und wir müssen den Punkt finden, der im Prinzip das Ganze in Gang setzt und viele, viele Probleme mitlöst. In search of a new enlightenment. Transformation, von der alle geredet haben heute, die braucht vor allen Dingen Kommunikatoren. Die braucht Menschen, die zuhören, die vermitteln und die Menschen, die bisher sich gar nicht kannten, zusammenbringen. Dass wenn wir die notwendigen Änderungen einfach immer verdrängen, dann werden die Enkel von uns ungeheuer sauer auf uns sein. Von Weizsäcker war immer ein Schritt voraus und das versuche ich persönlich auch weiterzugeben, aber natürlich auch selber noch mitzudenken. Und ich bin bis heute dabei, diese Ideen umzusetzen. Wenn das soweit ist, dann bekommen wir hoffentlich eine Fridays for Stabilization Bewegung. Wäre das nicht was für unsere heutigen Veranstalter, VDW, Deutsche Gesellschaft Club of Rome und das Wuppertaler Institut und für uns alle? Wie schaffen wir es, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln? Wo sind diese Zentren, wo die Menschen zusammenkommen, gemeinsam an Ideen arbeiten? Wo sind die Pioniere, die diese Zentren mit aufbauen? Und dann werden wir diesen Wandel auch gemeinsam hinkriegen. Wir wollten miteinander das Thema Aufklärung 2.0, neue Aufklärung, an einem Hochschultag mit Studierenden und mit Dozentinnen und Dozenten zusammen reflektieren. Und Mut für Grenzüberschreitung, für bewusste Grenzüberschreitung und die Grenzen auszuloten, in denen Bildung stattfinden kann. Digitalisierung und Frieden, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir wollten die Problematik zusammendenken. Und das geschieht eher in Anknüpfung an den alten Begriff der gemeinsamen Sicherheit. Man muss den Leuten zeigen, was sie gewinnen. Es gibt eine klimapositive Landwirtschaft. Nein, jeder muss bei sich selbst anfangen, jeder Bürger, aber auch jeder Unternehmer, jeder Manager muss bei sich im eigenen Unternehmen auch anfangen. Ist vermutlich eine auch der ganz, ganz großen Herausforderungen, die wir dann in den nächsten Jahren vor uns haben. Und der Jugend möchte ich eigentlich nur zurufen: Küsst diese schlafende Politik wach. Ich bin voll von unglaublichem Dank für euch alle. Vielen Dank.